Wir sind auf Kurs. Rein in die Weiten der Piratenwelt. Ha. Hallo und herzlich willkommen im Steinekeller. Ich bin der Tobi. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen die ersten Eindrücke von der Promenade auf uns wirken lassen. Heute geht's mal auf den zweiten Blick. Und zwar deswegen auf den zweiten Blick, weil heute möchte ich euch ein bisschen zeigen, wie die ganze Szenerie gestaltet worden ist, also wie das Ganze designt worden ist, wie das auch mit der Beleuchtung zustande kommt, was man da machen kann. Und das zeige ich euch einfach anhand der Modelle, die eben jetzt schon dastehen. Los geht's! Zum einen habe ich ja schon mal erwähnt gehabt, dass die Promenade hier vorne, beziehungsweise hier der gesamte Anleger in diesem Bereich, zwei Steine hoch ist. Diese zwei Steine, die sieht man jetzt hier eigentlich kaum, die sind unter dieser Holzverplankung eben versteckt. Aber genau mit dieser Erhöhung habe ich das eben so erreicht, dass das dann der ganze Ort um eine Stufe nach oben gestellt wird und dass das Meer auch wirklich dann unten tief liegt. Zur Beplankung oben, ich habe ja eigentlich mal vorgehabt, dass das alles hier so ein leicht nach unten laufender Strand wird. Aufgrund Platzmangel und Materialsmangel habe ich mich eben für die Variante entschieden, dass jetzt eben das ja direkt nach oben geht, also direkt zwei Steine nach oben, und deswegen auch hier dieser kleine Anleger. Der Anleger ist eigentlich ganz simpel gestaltet. Also hier mal kurz so ein paar Sachen abnehmen. Das sind ganz normale Flat-Tiles, wie das ja im Fachjargon heißt. In dunkelbraun, in hellbraun. Und die wurden dann einfach ein bisschen versetzt verlegt, damit das dann hier diesen Stegcharakter ergibt. Ab und zu habe ich dann auch andere Teile mit verwendet, wie zum Beispiel solche hier. Da kann man entweder da noch Figuren mit draufstellen oder aber das hier gibt dann auch so einen kleinen Look wie ja kleine Äste, die da noch rausgucken, wie zum Beispiel hier auch, wo die Noppen noch rausstehen. Oder eben man kann, wie man hier schon sieht, einfach dann was, ist der Kran im Weg, einfach hier was draufstellen oder den Hund platzieren, irgendwas anderes platzieren, damit das dann auch wieder geht. Hier ist alles gefliest mit blauen Fliesen, transparent blauen Fliesen. Zu der Promenade an sich selber hier hinten. Das ist, ich hoffe, ich krieg's ein bisschen näher hin. Sieht man jetzt hier ganz gut. Das sind Rundfliesen, 2x2er, dann 1x1er Noppen Plates. Schön gemischt verlegt, dann hat es so einen Pflastersteincharakter, der sich dann hier dann überall weiter fortführt durch die Promenade. Das ja, hat diesen altertümlichen Flair, so alter kolonialer Hafenort, so soll es ja auch darstellen. Und ich finde, das ist so bisher gut gelungen. Was man noch natürlich machen könnte, ist das mit, es gibt ja diese goldbaren Fliesen in Grau. Die könnte man dann auch als Pflasterstein dann irgendwo hier noch verbauen. Mal gucken, ob ich das dann noch mache. Zu dem Thema Beleuchtung. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Eigentlich gehört in jede City oder in jedes Lego-Haus irgendwo Licht, damit das was bringt. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Drei Stück stelle ich euch mal vor. Zum einen ist das die Standardvariante von Lego, also die klassische Variante. Dazu gehe ich einfach mal hier in das Gebäude rein. Genau, ich nehme es dann gleich auch auseinander. Das kann ich ja sehr gut. Und schmeiße auch alles weg. Das klassische Lego-Licht, der Lichtstein. Der war ja in der winterlichen Feuerwache mit dabei. Von dem her, ja, nehme ich ihn gleich her. Also da haben wir einmal diesen Stein. Nur wie gesagt, da müsste man immer drauf drücken, damit der auch ein Licht von sich her gibt. Ich habe das ganz einfach gelöst. Man nehme ein 2x4 Plate-Stück, tut das oben drauf setzen.
Und dann nehme ich einfach irgendwelche Steine, tue die hinten dran setzen und dann habe ich ein Dauerleuchten. Und mit diesem Dauerleuchten kann ich diesen Stein einfach dann in das Gebäude reinlegen. Deckel zu, Affe tot, wie man so schön sagt. Dann habe ich das Gebäude beleuchtet. Geht ganz einfach. Sieht man jetzt natürlich nicht, weil überall das Licht an ist. Aber beim anderen Video hat man es ja schon gesehen. Also hier, das ist der Leuchtstein. Der leuchtet dann. Und wenn man ihn aushaben will, einfach auseinandernehmen. Fertig. Und dasselbe Prinzip ist hier beim Edelsteinhändler verbaut. Da ist, ja, eigentlich habe ich so gelassen, wie es in der winterlichen Feuerwache drin war. Dieser Lichtstein ist ja oben schräg angesetzt mit diesem Stein hier. Ja, das mit dem Scharfstellen, das klappt ja wohl noch. Genau, dann ist, sitzt er einfach hier dran und der Stein wird dann einfach an so eine kleine Luke, die offen ist von oben, so draufgesetzt. Und da haben wir eben dasselbe. Damit es auch nicht dauernd blinkt, habe ich mir hier so einen Winkel. Das ist ein alter Stein von mir. Es stört nicht scharf jetzt. Den setze ich dann oben drauf. Dann ist das auch wieder so eine Arretierung hinten, damit der Schalter auch ständig an ist. Und dann habe ich ein Dauerlicht. Und weil das so ein Tonnendach ist, das setze ich einfach oben drauf und dann ist das Ganze versteckt. So einfach geht das. Das war die Standardvariante. Jetzt kommen wir zu der Variante. Da sage ich erstmal Danke und einen Gruß auch raus an den Martin von der Tolle Afol. Der hat nämlich auf die Idee gebracht, das ist nämlich die ganz, ganz günstige Variante, dass man einfach so kleine Teelichter holt und die zeige ich euch jetzt einmal. Die hier. Die könnt ihr euch holen. Die gibt es sowohl flackernd als auch nicht flackernd. Also ich habe leider keine flackernde mehr bekommen. Das wäre schön gewesen. Also ihr seht, das ist von IKEA keine Werbung. So was Böses aber auch. Das Teil hier. Könnt ihr anmachen. Dann leuchtet das schön. Ins Haus reinsetzen. Und dann habt ihr ein Licht von innen. Und wenn ihr es nicht mehr wollt, einfach hinten am Schalter ausmachen. Das geht natürlich nur, wenn ihr keine Inneneinrichtung habt. Also sobald da irgendwelche Möbel da drin sind, dann klappt es eben nicht mehr. Da muss man sich was anderes überlegen. Und das wäre nämlich die Variante, mit der man dann auch solche Laternen beleuchten könnte. Aber die habe ich noch nicht. Und zwar ist das dann, sage ich jetzt mal, die Profi-Variante. Und die kommt von meinem Kumpel, dem Ben, von der LED- und Lego-Schmiede. Und wie das dann aussehen kann mit dem Licht, das zeige ich euch in einem anderen Beispiel. Und ja, das hat zwar jetzt nichts mit Piraten zu tun, aber es zeigt ganz gut, was daraus mit gemacht werden kann. Meinen Bus, zumindest aus den älteren Videos. Und da ist so ein kleines Schalterchen hier unten. Stell scharf, jetzt. Einmal Klick und wir haben Licht. Und dieses Licht, weil das so klein ist, das sind Mini-LEDs, sage ich jetzt einmal, SMDs, glaube ich, heißen die. Die sind, wenn man das mal genau sieht, stell scharf oder auch nicht. Ah, jetzt. Vielleicht kann man sie sehen hinter dem Scheinwerfer. Da sind diese kleinen LEDs hinter verbaut und die kann man wunderbar auch in solche Laternen mit einbauen und dann leuchten die. Und das kann man auch flackernd machen und dann sieht das natürlich richtig realistisch aus und man braucht nicht irgendwie Obacht geben, dass da irgendwo dann eine Inneneinrichtung weichen muss oder sonst irgendwas. Das passt dann alles rein und das wäre natürlich die Variante, die man dann nehmen kann, wenn man es, ja, Profi-like
irgendwo so einbauen will, aber dann darf man die Modelle auch nicht mehr verbauen. Also das, was dann da steht, könntest du dann nicht mehr einfach auseinandernehmen, weil die Lampen sind da wirklich drin so verbaut. Die Kabel sieht man nirgendwo, weil die eben hinter den Steinen verborgen sind und das sollte dann ja auch so bleiben. Die Promenade auf den zweiten Blick kann man also sagen, man kann den Ort erhöhen, leicht, indem man ein paar Steine hernimmt, zwei waren es bei mir, um das Ganze nach oben zu setzen. Wer dann noch Steine sparen will, der tut einfach, was weiß ich, eine Styrodurplatte, wie es bei mir jetzt der Fall ist, unten drunter legen, die eben diese zwei Steine Höhe hat. Dann habe ich das komplett unterlegt und brauche nicht extra irgendwelche Technikelemente vielleicht verbauen, damit das stabil wird, sondern habe dann gleich nur vorne die Verkleidung mit den Steinen und unten drunter eben schon die Erhöhung automatisch mit dabei. Das nächste ganz wichtige Thema, die Beleuchtung. Die Beleuchtung geht eigentlich auch recht einfach. Wenn ich schon die Lichtsteine von Lego habe, kann ich sie hier mit verwenden und mit verbauen. Dann habe ich schon mal ein kleines Lichtchen drin und das macht schon sehr, sehr viel her. Will ich es verbessern, kann ich die nächsten Varianten nehmen, indem ich einfach irgendwelche kleinen Mini-Teelichter herhole und die mit innen drin verbaue. Will ich natürlich das Profi-like machen, dann kann ich mir die Profi-Variante holen und eben mit Mini-LEDs oder SMDs, wie die heißen, dann richtig realistische Lichtszenarien gestalten und dann in meine Modularhäuser mit einbauen. Soweit zu diesem Thema. Ich wünsche euch noch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.